Was geht ab, Mann und Sie, Fighter Hose Reo? Und heute machen wir das Extreme Z Battle von Vegeta Junior. Wir machen Level 28, Level 29 und Level 30. Und dann im Anschluss, Freunde, ganz wichtig, werde ich euch zeigen, quasi Logo, wie man ihn dann Extreme Z awakt. Aber dann werde ich euch noch quasi zeigen, wie ihr ihn von Level 10 auf 15 Free to Play bringt, wenn ihr quasi einen zweiten Vegeta euch holt, ihn auf SA5 bringt, awakt, damit ihr ihn dann quasi als Trainingspartner benutzen könnt für den Issei. Ist ein bisschen verwirrend. Ich habe das letzte in den Kommentaren gelesen, dass das Ganze nicht ganz verstanden haben, by the way. Wie bekommt man den Vegeta Junior? Das ist ein Free-to-Play Vegeta Junior. Das habe ich auf Part 2 erklärt vorhin. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ist sozusagen aus seinem Event. Da habt ihr alle Informationen dazu, wie viel Orbs er braucht, etc. Und dann könnt ihr ihn dort holen. Heute wird es sich um seinen Issei handeln, wie gesagt. Und genau, damit wir das auf jeden Fall einmal sehen, wie das funktioniert, so, wenn man für Issei-Charaktere, welche, wie man die Trainingspartner benutzt oder wie man sie quasi, vorbereitet, sage ich mal. Darum wird es quasi gehen, Freunde. Ich habe mich für ein Super Strength Team entschieden mit Charakteren aus Gokus Lineage. Warum? Gokus Lineage Kategorie macht vermehrt Schaden gegen ihn. Warum habe ich meinen LR Goku nicht mitgenommen? Aber als Friend, ab einem bestimmten Zeitpunkt machen AGL-Charaktere keinen Schaden mehr. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, komplett ein Super Strength Team zu nehmen mit Gokus Lineage Charakteren, weil diese Kategorie einen sehr effektiven Schaden gegen Vegeta Junior's Issei macht oder Extreme Z Battle in dem Fall. Und ja, das ist quasi mein Team, mit dem wir das Ganze bewältigen werden. Jetzt Level 28 haben wir geschafft, wie ihr es gesehen habt, ganz easy. Wir bekommen die ganzen Medaillen, wie jedes Extreme Z Battle auch, von Level 1 bis 30. Und da gibt es dann auch Zones von Level 1 bis 30. Und dann, wenn wir Level 30 geschafft haben, werden wir quasi rübergehen in Issei Awaken. Die einzelnen Steps werde ich wahrscheinlich skippen, vielleicht hat sich auch drauf, vielleicht erzähle ich auch was drüber. Machen wir ganz spontan. Aber worum es denn dann geht, ist ganz wichtig quasi, wie ihr einen Zeiten als Partner benutzt. Genau, und dann springen wir noch am Ende, ich würde mal sagen, in ein Event rein mit dem neuen Knaben, mit dem neuen Vegeta Junior. Weil der ist auf jeden Fall gut, der ist echt nicht schlecht, den sollte man nicht unterschätzen. Also ich finde vor allem die Free-to-Play-Charaktere in letzter Zeit, die haben echt sehr viel Liebe bekommen, sage ich mal. Die Free-to-Play-Charaktere, die wir bekommen haben, vor allem Zeigen, sei es Giru, Goku Juniors Issei, Vegeta Juniors Issei. Und dann, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber wahrscheinlich erst danach, und dann noch den neuen Genkidama Goku mit dem Issei. Das sind spitzen Free-to-Play-Charaktere. Das sind sehr gute Alternativen. Das sind jetzt keine Leader, das sind so Semi-Leader. Die haben so 77% Boost. Aber das ist ja normal, weil die richtigen Leader, für die sollte man ja summonen. Darum geht es ja in Dokkan bei einem Gacha-Game. Aber ich finde die Alternativen, die man gibt, um, wenn quasi zum Beispiel ein Platz fehlt in einem Team. Nicht nur, wenn es fehlt. Manche Charaktere kann man auf jeden Fall auch mitnehmen, die Free-to-Play-Charaktere. Vor allem jetzt, dass man ganz kurz überlegen, ob es einen Gokus Lineage-Charakter gibt, den ihr Free-to-Play... Ja, klar, natürlich. Zum Beispiel der Name Gohan. Das ist ein Free-to-Play-Unit. Den nimmt ihr mit und der macht auf jeden Fall viel aus. Ich habe ihn auch im Team mitgeklatscht mit dem Leader-Skill von vierfachen Goku. Wie gesagt, als Friend nehme ich den LR Goku, weil wir den besseren Boost bekommen. Auf mein eigen verzichte ich, weil ich könnte dann den vierfachen Strength nicht mitnehmen. Der Strength war Typenvorteil und der macht da in dem Extreme Battle hier mehr Schaden als der AGL. Und hier genau der Gohan zum Beispiel. Freunde, der ist free to play und der wird hier auf jeden Fall gut Schaden machen. Gucken wir uns das Ganze mal an, was hier so draufhauen wird, unser Bursche. Die anderen behalten wir mal für Ultimate Gohan. Perfekt. Und dann passt das Ganze doch, die Rotation. Und bin gespannt, ob die Rotation ihn quasi hier one-shotten kann. So, dieser Gohan, das meine ich mit dem Free-to-Play-Charakter, Freunde. Guck mal, Level 30 Extreme Battle nehmen wir einen Free-to-Play-Charakter mit. Er ist ein Free-to-Play-Charakter. Und was tankt er hier? Macht er seinen Job? Er tankt sehr gut. Weil Extreme Battle wissen, wir können kein Items benutzen, etc. Wenn wir da viel Schaden bekommen, dann sind wir weg. Aber der macht seinen Job wirklich solide hier. Und das ist das Geile. Hier 1 Million raus damit, fertig. Leider keine Edition so getriggert, aber er tankt gut, er macht gut Charme und gut ist. Ultimate Gohan kommt dann hinterher. Was hat der Boy drauf an der Stelle? Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, guck, 1, 2, 4. Da kommt er schon ran, der Free-to-Play-Charakter hier. Und mein Boy hat 2 Dupes Ultimate Gohan. Und schlussendlich, dieser Boy, wenn er einen Crit raus, dann regnet es, meine Freunde. Vierfach Goku immer noch, seitdem die rauskamen, sei es vierfach Vegeta und vierfacher... Ah, schade. Vierfach Goku und vierfach Vegeta, es sind wirklich immer noch gute Charaktere. So ist es nicht. Jetzt haben sie quasi natürlich ihre LR-Version bekommen, aber es sind trotzdem wirklich gute Charaktere. So, dann sollte das hoffentlich Pan beenden. Und dann gehen wir wieder, wie gesagt, dann haben wir alle Medaillen. Alle Ressourcen, die wir brauchen, um ihn zu Issei Vegeta. Und dann zeige ich euch das mit dem Trainingspartner. Und dann springen wir noch in ein Event rein und showcase den Boy mal. Weil der ist echt gut. Sollte man nicht unterschätzen. Genau, so viel zu Level 30. Da bekommen wir dann auch die Stones. Wenn wir Vegeta dann auch voll ins Issei Awaken SL15 bringen, gibt es auch Missionen. Unter den Missionen gibt es Stones, Elderkai etc. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, was da zu holen gibt. Dann würde ich sagen, genau, ich zeige das Ganze mal genau. Level 30, boom, wir haben alles geschafft. Sehr schön. Und jetzt tue ich quasi mal
den Boy Easy A awaken. Ich sage euch den ersten Schritt, die nächsten tue ich dann skippen, weil das sonst zu lange dauert. Wir wissen, diese Easy A selbst müssen wir rüber trainieren, tralala, könnte ein wenig dauern. Deswegen, ihr seht schon, ich habe meine Zeit noch vorbereitet hier. Das soll ich euch gleich sagen, wie ich das machen werde. Aber hier, wir tun erstmal Extreme Z awaken, beziehungsweise muss ich ihn erstmal trainieren. Alles klar, Freunde. Und jetzt sind wir im letzten Easy A Step, damit wir quasi ihn sein Maximum Level erhöhen auf Level 140, SA 15. Und dann, wie gesagt, genau, geht es jetzt darum, den Partner richtig zu benutzen. Nämlich folgendermaßen, ihr seht, ich kann jetzt auf Level 140 bringen, SA 10 von Maximum Level 15. Jetzt brauchen wir diesen Vegeta hier. Den habe ich mir auch aus der Mission bekommen oder während ich die Orbs gesammelt habe, sind aus der Stages auch welche gejobbt oder über die Mission. Ich hatte im Endeffekt Überschuss und dann habe ich ihn hier auf SA 5 gebracht. Und ihn muss ich aber noch awaken, weil es nicht die identische Karte ist. Das machen wir jetzt einfach mal mit den Medaillen. Die bekommt ihr auch aus dem Event. Wenn ihr die Stages bis zu 30 Mal macht, glaube ich, bekommt ihr insgesamt 15 Medaillen. Und ihr braucht um einen Vegeta Junior zu awaken 5. Heißt, ihr holt euch einen Zeiten. Der ist jetzt auf SA 5. Und nun benutzt ihr euren Easy A. Nehmt ihr, klickt ihr an. Ihr wollt ihn trainieren. Und benutzt den auf SA 5, Freunde, als Trainingspartner. Und dann geht sein Level von 10 auf 15 hoch. Das, meine lieben Freunde, funktioniert aber nur bei Charakteren bzw. bei Karten, die die ein und dieselbe Karte ist oder sind. Was meine ich damit? Ich habe by the way auch kaum Ressourcen. Beispielsweise, es gibt ja immer farmbare Assets von dem Charakter. Zum Beispiel der neue physisch Super Saiyan Broly. Seine farmbare Asset ist der in Super Saiyan Broly. Aber es geht nicht, ihr könnt nicht einen in Super Saiyan Broly auf SA 9 bringen oder SA 10 und ihn dann als Trainingspartner benutzen für den physischen, dann gibt der Int nicht direkt von SA 1 auf 10 für den physischen, sondern nur ein Level, auch wenn der Int auf SA 10 ist. Warum? Weil es nicht ein und dieselbe Karte ist. Es muss sich um ein identisches Duplikat kümmern, Freunde, und dementsprechend funktioniert das Ganze auch und dementsprechend haben wir dann unser Boy Vegeta Junior hier auf 100%. 10 Crits in der Shatter habe ich gebracht. Ich bin so weit es geht auf Crit gegangen, das kam dabei raus. Was hat der Knabe drauf? Stats seht ihr an der Stelle. Leader Skill nach seinem Easy gibt er Hybrid Saiyan Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F7 Sitzprozent oder physisch Type Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F30%. Und mit der Super Attack erhöht er seine Verteidigung für eine Runde, macht Supreme Damage. Die Passive ist folgendermaßen: Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 60% at Start of Turn, bekommt zusätzlich Ki plus 2 und auf den Angriff 50% für 5 Runden, nachdem er angegriffen wurde. Und das wird separat kalkuliert, heißt, wir kommen hier auf einen Boost von 140% für 5 Runden, nachdem er angegriffen wird. Und Ki plus 2, der ist wirklich sehr gut in der Stelle. Linkskill haben wir hier an der Stelle: Saiyan Lineage, Royal Lineage, Infighter GT, Super Saiyan Golden Warrior, Shattering Limit. In den Kategorien ist er vertreten: War Tournament, Hybrid Saiyans, Vegeta Junior, logisch, ist in Hybrid Saiyans und Vegeta das Lineage, Freunde. Dementsprechend packe ich ihn mal in ein Event rein und dann gucken wir uns den Knaben auch mal, ja, in einem Event an. Bis gleich. Alles klar, und wir sind im Event von LA Vegito. Hier haben wir überwiegend Typenvorteil mit ihm und ich habe in Vegetas Lineage Kategorie gepackt. Dort hat er seinen besten Boost, 170% auf den Angriff an der Stelle. Aber ich werde Folgendes machen: Ich werde ihn in Rotation lassen mit. Das ist nicht Opa und Oma, oder? Sogar Uropa und Uroma wahrscheinlich. Ja, mit Vegeta und Ding, weil die teilen sich immer in Super Saiyan, Golden Warrior, Shattering Limit, Royal Lineage etc. Es würde ein Linkskill fehlen, das wäre an der Stelle, wie machen wir das? Machen wir das Ganze mal so. Das wäre Infighter, das wären weitere 10% auf den Angriff, auf die Verteidigung minus 10% des Gegners. Hat an der Stelle aber, und by the way, vergessen zu sagen, wenn ihr ihn seine Esse erhöht, schaut er seine Esse schon ab 9 Ki seine Super Attack. Es ist richtig gut. Deswegen habe ich Ultimate Grom mitgenommen, der hatte Infighter für ihn. Ansonsten habe ich nur Supporter mitgenommen, wie auf knapp 1 Million ohne komplette Passive. Ansonsten habe ich LRB-Paar mitgenommen, um ihn Active Skill zu aktivieren mit ihm in einer Runde und dreifachen Goku GT als Supporter. Ich könnte natürlich auch noch einen weiteren Charakter mitnehmen, also das Team konzentriert sich gerade stark nur auf ihn. Aber ich hätte auch zum Beispiel die Rotation ruhig halten können, zum Beispiel mit meinem vierfachen Vegeta mit vierfachen Goku oder vierfachen Vegeta mit Evo etc. Ich habe aber quasi Infighter wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, deswegen habe ich Ultimate Gohan mitgenommen als Super Strength Charakter. Aber knapp 1 Million ohne komplette Passive. Er musste angegriffen werden, Freunde, damit er seine Passive triggert. Wir wollen aber Rage Vegeta rüberbringen, deswegen machen wir das Ganze mal so. Die sollen sich eigentlich beruhigen, um ehrlich zu sein. Die sollen nicht so viel Schaden machen. Deswegen lassen wir das Ganze mal so. Es wird quasi sich komplett um Baby Vegeta, sag ich. Baby. Um Vegeta Junior drehen, Freunde. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Wir haben halt legit die 20.000 Abonnenten erreicht, Freunde. Danke dafür. Und genau. Ja, auf eine weitere coole Zeit auf jeden Fall gemeinsam. Und ihr könnt mich gerne wissen lassen, was habt ihr davon, von solchen Free-to-Play-Charakteren? Weil ich bin wirklich überzeugt davon.
Denn die Free-to-Play-Schiene darf man auch nicht vergessen. Wenn man Free-to-Play solche gute Charaktere bekommt, da crackt sogar meine Stimme kurz. Ich muss sie gleich richten. Sorry dafür. So, sorry jetzt. Dann finde ich das auf jeden Fall gut. Ich habe da nichts dagegen. Und also in vierjährigen Jubiläum bis jetzt haben wir wirklich sehr viele gute Free-to-Play-Charaktere bekommen. So, jetzt sehr schön. Schau mal. Ah ja, es geht nicht so sehr schön. Wir müssen erstmal seine Pads aktivieren. Er hätte zwar Infighter von Ding, aber er hätte keinen Super-Sinn. Also ich lasse ihn mal so an der Stelle. Dann habe ich den Support mit drin. Dann müsste Ultimate Conan wieder reinkommen. Es sei denn, habe ich Bipan hab ich nicht rausrotiert. Nee. Ah ja, also im Endeffekt wäre es jetzt geiler, wenn ich ihn in die Mitte stellen könnte. Kann ich eigentlich machen, aber dann hat er keinen Super Saiyan. Wir machen das Ganze mal so. Hoffentlich bekommen wir das Szenario mit Ultimate Gohan. Das Szenario mit Ultimate Gohan wäre im Endeffekt, dass seine Pass getriggert ist schon zuvor. Er reinkommt, ich in die Mitte stellen kann, dass so alles getriggert ist. Jetzt haben wir das erhöht, Key erhöht, Ding erhöht. 1,47. Das kam auch legit bei raus. Cool, das war cool. Und Freunde, wir sind im LL Vegito Event und der Junge, der haut den zur Seite. Das müsst ihr euch mal geben, er ist ein Free-to-Play-Charakter. Genau, und die Active-Skills, die bewahren wir uns mal auf. Die sollen hier nichts machen. Die sollen sich ruhig nach hinten lehnen, damit wir das Ganze hier... Ja. Vegeta Junior überlassen. Und nächste Runde ist er dann quasi mit Rage, Vegeta und Bulma am Start, das ist gut. Da teilen sie sich Shattering Limit, Royal Lineage, Super Saiyan, Golden Warrior, das sollte sein. Und was fehlen würde, wäre dann im Endeffekt noch Infighter. Wenn ich da noch Ultimate Gohan irgendwie reinbekomme, wäre es gut. Wenn nicht, auch nicht schlimm, weil wir haben die Supporter am Start, das macht auch auf jeden Fall gut aus. Dreifach Goku GT, die haben Pan am Start mit ihrer Active Skill, wie ich das Ganze sehen, wie das Ganze funktioniert. Und genau, da bin ich echt drauf gespannt, was er so zustande bringen wird. Aber 1,4 auf dem Radar für einen Free-to-Play-Charakter, das ist richtig gut, finde ich wirklich gut. Also wirklich, vor allem Goku Blue und Vegeta Blue, die aus dem Broly-Movie haben auch Ize bekommen, Free-to-Play-Charakter, die sind auch sehr, sehr gut. Golden Freezer beispielsweise ist auch sehr gut. Ist dann natürlich so, hat einen anderen Wert wie die Goku und Vegeta. Er ist halt ein Supporter, aber dafür macht er so seinen Job sehr, sehr gut. Und er hat auch eine Damage Reduction, er ist auch tanky, also ihn kann man auf jeden Fall auch spielen in vielen Teams. Aber jetzt, Passive ist so aktiviert. 1,47, okay, bei 1,47 sind wir geblieben. Das Ding wäre halt, Infighter würde diese 1,47 nicht erhöhen, glaube ich, wenn wir Ultimate Gohan reinbringen. Warum? Weil dann hätten wir keinen Supporter. Wir hätten zwar Infighter, aber keinen Supporter. Mit 3-fachen Goku GT als Supporter ist es wirklich deswegen gut. Die Rotation war schon eine sehr schöne Rotation. 1,47 haben wir quasi bei uns, bei ihm erreicht. Was mich auf jeden Fall jetzt noch interessieren würde, wenn Bipan reinkommt mit dem Active Skill, was das für einen Boost für ihn gibt, das werden wir sicherlich auch noch sehen. Und wenn wir Infighter nicht sehen in der Konstellation, auch nicht stimmt, das wäre dann natürlich weniger als 1,47, weil wir den Support-Aspekt nicht hätten. Aber gut, jetzt müssen die sich beruhigen. Jetzt bin ich drauf gespannt, was der nächste Runde hier raushaut. Machen wir das Ganze mal so. Die teilen sich eh keine Key. Dann, nee, ich depp. Sorry, ich wollte Ultimate Gohan eigentlich rausrotieren, aber das mit Infighter werden wir nicht sehen, ist nicht schlimm. Es gibt halt keinen anderen wie im Charakter in Vegeta's Lineage. Es gibt keinen Charakter in Vegeta's Lineage, der außerhalb von ihm Infighter hat, außer seine Baseform natürlich. Vegeta Junior Baseform, aber die habe ich jetzt nicht mitgenommen oder ich habe mir keinen Zeiten geholt. Das passt so auf Infighter. Auf den einen Linksen können wir verzichten, wenn wir dafür Supporter mitnehmen. Das ist im Endeffekt besser, um es einfach zu sagen. Ist nichts ohne Bipan drin? Ich hoffe und denke ja. Oh, Konter. Ey. Mit dem High-Kick ins Gesicht. So, jetzt. Okay, wir werden noch angegriffen. Sehr schön, weil ich weiß nicht, ob unsere Pass noch aktiv ist oder nicht. Aber wir aktivieren jetzt mal Bipans Active Skill. 33% für eine Runde auf den Angriff für die Verbündeten. Und jetzt bin ich auch gespannt. Eigentlich sind das 33%, genau wie Goku GT. Aber es könnte sein, dass dieser Boost, wenn wir jetzt schlauer, separat kalkuliert wird. Wenn wir über 1,47 kommen, dann müssen wir es jetzt separat kalkuliert. 1,6 tatsächlich! Das hat das gestört, wisst ihr warum? Weil das soll eigentlich so funktionieren, dieser Active Skill, der wirkt sich erst drauf, nachdem alles verrechnet wurde. Und dann kommt es drauf. Support-Aspekt ist quasi, in dieser Runde wird er supported. Und das wird dann separat kalkuliert, da werden wir schlauer. Krass, 1,6! 1,6 auf einen Free-to-Play-Charakter in einem realistischen Szenario. Das ist geil, das ist geil.
Dementsprechend, ich bin auf jeden Fall überwältigt von Goku. Goku Junior, sage ich. Vegeta Junior natürlich. Goku Junior ist ja auch Logo. Ich muss sagen, nicht weil es Vegeta ist. Ich finde Vegeta Junior einen Ticken besser wegen seiner Path einfach. Bei Goku Junior ist es von Zufall abhängig, dass er eine Great Chance bekommt, dass er noch das und das drauf bekommt. Vegeta Junior muss einmal angegriffen werden. Er bekommt zack das drauf und kommt dann auf 140% Attack. Also, das ist wirklich sehr, sehr gut durch die Pässe für einen Fünftyp-Charakter, weil es separat kalkuliert wird, Freunde. Ansonsten. Genau, Vegeta beendet das Ganze dann. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und ja, Vegeta soll seine Ulti abfeuern. Ah, ich hätte auch so einen Active Skill besiegen können, aber macht nichts. Aber der besiegt ihn jetzt auch an der Stelle. Und dann, genau, würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.